So, seit einigen Tagen unterstützt YouTube jetzt auch 8K-Videos. Ja, was das jetzt schon wieder ist und wie man das Ganze bekommt und ob man es braucht, naja, das Ganze gibt's jetzt hier in diesem 8K-Video. Bis gleich. Damit dann also hallo und guten Abend YouTube zu YouTube-Lupe Nummer 78. Und passend zu 8 geht's heute um 8K. Ja, während die gesamte Technik-YouTuber-Szene sich noch an 4K erfreut, habe ich mir gedacht, ich überspringe das einfach mal und gehe gleich dauerhaft zu 8K über. Ja, natürlich nicht. Ich verlinke euch dann auf jeden Fall nochmal hier oben in so einer Anmerkungskarte oder unten auch in der Videobeschreibung den Blogartikel zu diesem Video. Da erfahrt ihr dann nochmal einige Details zum Video, was Dateigröße angeht, Uploadzeit, Renderzeit und so weiter. Ich glaube, mit der Uploadzeit bin ich jetzt ziemlich gut. So eine 50K-Uploadleitung hat was Feines. Selbstredend, das Bild, was ihr hier momentan seht, ist nur eine 1080p-Kamera. Die kommt langsam schon in die Jahre, genauso wie die Auflösung selbst, denn YouTube unterstützt 1080p bereits seit November 2009. Das ist schon eine ganze Weile her. Allerdings ist 1080p auch immer noch so die Auflösung, die absoluter Durchschnittsstandard ist, was Kameras, Monitore und Smartphones angeht. Wobei gerade Smartphones und Monitore sind zunehmend auch in 1440p. Und das ist die nächste Auflösung, die YouTube uns anbietet. Irgendwie wird es ein bisschen enger, kann das sein? Ist das nun aber eine Auflösung, in der man großartig Videos produzieren sollte? Schwierig. Wenn ihr Screencasts macht oder Gaming-Content und einen entsprechenden Monitor habt, der 1440p unterstützt, dann kann man das durchaus in Angriff nehmen, auch in der Auflösung zu produzieren. Bei Kameras wird es schon ein bisschen schwieriger, weil die Auflösung dann doch eher etwas untypisch ist. Ich denke mal, das liegt einfach irgendwo an Vermarktungsgründen. 1440p ist irgendwie nicht so wirklich griffig und 2K, naja, das kann man auch nicht so wirklich vermarkten, weil das ist ja eigentlich irgendwie auch nur ein bisschen mehr als 1080p, was Full HD ist. Und 4K ist dann irgendwie ein bisschen griffiger, ein bisschen mehr die Zukunft. Wobei, so extrem Zukunft ist das gar nicht, denn YouTube selbst unterstützt 4K seit Juli 2010. Das ist jetzt mittlerweile schon fast 5 Jahre her und wir haben jetzt ungefähr dann 4, 4,5 Jahre gebraucht, bis so die Technik-YouTuber-Szene alleine erstmal auf den Trichter von 4K kommt, bis Kameras da sind, Equipment und Monitor und hast nicht alles gesehen. Mensch, so langsam wird es ja aber ein bisschen eng, ne? Von daher, das scheint so der nächste Standard zu werden. Irgendwann werden 4K-Smartphones kommen, 4K-Monitore sind immer mehr im Kommen. Ich selbst habe einen Laptop mit einer 4K-Auflösung. Ist nicht unbedingt das Beste, wenn man jetzt absolute Leistung haben will unter Linux, aber okay, es geht alles. 4K-Kameras werden immer erschwinglicher, genauso wie auch ansonsten 4K-Monitore. Auch in der Nachbearbeitung hat 4K natürlich dann so einige Vorteile. Ihr habt einfach wesentlich mehr Auflösung, mit der ihr rumspielen könnt. Ihr könnt ein bisschen reinzoomen, ohne dass es weniger stark auffällt, als würden ihr das jetzt bei 1080p beispielsweise machen würdet. Ihr könnt 4K genauso gut auch auf 1080p runterskalieren, habt ein unglaublich scharfes Bild am Ende. Insofern, Produktion in 4K kann man durchaus machen, mittlerweile auch hochladen entsprechend. Allerdings kostet es dann doch noch ein bisschen Geld. So, aber wir sind ja noch nicht am Ende. Nein, mittlerweile unterstützt YouTube 8K und mittlerweile, ich weiß gar nicht, seht ihr mich noch? Es wird hier ein bisschen eng. Das, was ihr hier jetzt um mich rum seht, ist 8K und dieses kleine Fenster 1080p. Man könnte genauso gut sagen, man kriegt mich hier 16 Mal in dieses Bild hinein. Das ist dann doch schon tatsächlich eine ganze Menge. Tja, nun ist sie dann also da, die 8K-Auflösung. Was macht man jetzt damit? Kann man es gebrauchen? Naja, wird irgendwo auch ein bisschen schwierig. Denn im Consumer-Bereich kriegt ihr eigentlich, glaube ich, noch so gar keine erschwinglichen Monitore, geschweige dann Kameras. Also wird das Ganze ja alleine schon mit der Produktion ein bisschen schwierig. Ihr kommt auch nicht so wirklich an Zuschauer dann ran in 8K. Im Grunde ist dieser Schritt von YouTube eigentlich nur wieder so weit voraussehend, vorausschauend, wie sie das schon bei 4K gemacht haben. Also ich denke mal, in einigen Jahren werden wir dann langsam 8K-Content wirklich flächendeckender sehen hier auf YouTube. Aber noch auf jeden Fall nicht. Allerdings ist das dann auch immer sehr lustig anzusehen, wie dann in den verschiedensten Communities geschrieben wird, joa, 8K, das braucht doch kein Mensch. Ja, gut, das hat man aber von 4K genauso gesagt, genauso von Full HD damals, als gerade noch irgendwie alle so auf HD ready damals waren, ne? Da wollte keiner Full HD haben.
Ja, aber jetzt ist es Standard, 4K kommt und irgendwann wird 8K kommen und dann ist YouTube schon eine der ersten Plattformen, die sie entsprechend anbieten und dementsprechend auch die Content-Produzenten eine der ersten hiermit. Insofern mache ich mir da überhaupt keine Gedanken, es geht und alles weitere werden die nächsten Jahre dann zeigen. Und da ich hier gerade so viel Platz habe, es gibt jetzt irgendwo um mich herum noch 15 weitere Videos, da könnt ihr draufklicken, könnt ihr euch mal durchschauen. Ich habe gar keine Ahnung, was ich da verlinken soll. 15 Videos, das ist eine Menge. Und dann sehen wir uns irgendwann in Zukunft wieder, vielleicht dann auch in 8K, aber ich denke mal, ich werde vorher dann noch das ein oder andere Video produzieren. So viele Jahre kann ich dann doch, glaube ich, nicht durchhalten ohne Videos. Mal gucken.